Ja, schönen guten Tag. Ich möchte einen kleinen Rückblick auf die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause halten und einige Themen beleuchten. Da wäre zum einen das Finanzthema auf Antrag von SPD und Grünen und gegen die Stimmen der Linksfraktion hat der Rat beschlossen, dass wir in ein neues Kürzungsverfahren eintreten. Bekannt geworden sind ja schon, dass beispielsweise Örtsbüchereien geschlossen werden, Bezirksräte zusammengelegt werden. Durch die Corona-Pandemie und damit einhergehende Verschlechterung der Finanzsituation der Stadt Braunschweig werden die Kürzungen möglicherweise noch viel massiver ausfallen. Unsere Fraktion hat beantragt, dass diese Debatte zumindest ausgesetzt wird, bis wir die konkreten Ergebnisse wissen. Das wurde leider von allen anderen Fraktionen abgelehnt und daher geht die Kürzungsdebatte leider weiter. Ein weiteres negatives Thema ist das Privatisierungsthema. Das nimmt wieder massiv Fahrt auf. Es werden weitere Schulen in privatisierter Form saniert. Die Stadt gibt ihre hoheitliche Aufgabe in weiteren Bereichen ab. Und auch bei der Abwasserprivatisierung kommt es jetzt dazu, dass die Kosten für die Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler sich mehr als verdoppeln, gleichzeitig der Zustand der Kanäle weiter sinkt. Der einzige Profiteur an dieser Stelle ist der Weltkonzern Veolia. Außer uns haben alle Fraktionen dem zugestimmt. Vor dem Hintergrund, dass insbesondere Grüne und BIPs früher gegen Privatisierung waren, ist das schon ganz bemerkenswert. Wir bleiben dabei, Privatisierung von hoheitlichen Aufgaben ist der falsche Weg. Ein positiver Vorschlag des Oberbürgermeisters bestand darin, Sally Perell zum Ehrenbürger der Stadt Braunschweig zu ernennen. Diesem Vorschlag haben wir gerne zugestimmt. Sally Perell engagiert sich seit vielen Jahren für Respekt und Toleranz und gegen Rassismus. Er ist Redner gewesen gegen den Bundesparteitag der AfD im vergangenen Jahr auf der Veranstaltung des Bündnisses gegen Rechts. Sally Perell hat diese Ehrung mehr als verdient und wir haben uns sehr darüber gefreut. Ein negatives Thema ist ein Modellprojekt, das darauf abzielt, dass betrunkene Menschen zukünftig nicht mehr in das Klinikum kommen, sondern in Polizeigewahrsam genommen werden. Das ist eine Kriminalisierung von Menschen, die nicht kriminell sind. Das haben wir abgelehnt und wir haben auch gleichzeitig beantragt, dass das Gewaltproblem, was im Klinikum real vorhanden ist, gelöst wird, indem endlich ein Sicherheitskonzept für das Klinikum erstellt wird, was die Beschäftigten und Beschäftigten das Klinikum besser schützt. Das wollte leider keine andere Fraktion, mit Ausnahme von P-Quadrat. Unser Antrag wurde leider abgelehnt. Dann gab es eine Vielzahl von Anträgen zum Thema Radverkehr. Beschlossen wurde ein gemeinsamer Antrag unserer Fraktion mit anderen Fraktionen, der 8 Maßnahmen vorsieht, wie der Radverkehr grundsätzlich in unserer Stadt verbessert werden kann. Das geht zurück auf eine Initiative verschiedener Fahrradverbände in der Stadt Braunschweig. Da möchte ich Dank sagen, dass es zu dieser Initiative gekommen ist. Und wir wollen mal hoffen, dass auch reale Veränderungen aus diesen gemeinsamen Beschluss entstehen. Was nicht so ganz positiv war, dass der Antrag, den unsere Fraktion gestellt hat, dass der Radverkehr in der Sommerpause, in der Ferienzeit bessere Möglichkeiten im Stadtgebiet erhält, von keiner anderen Fraktion mitgetragen wurde. Und das, obwohl der Vorschlag vom ADFC kam, den wir mit unserem Antrag unterstützen wollten. Schade. Da ist eine Chance vertan und es kommt jetzt leider nicht zu Verbesserungen des Radverkehrs schon in dieser Sommerpause. Und wir haben uns nicht nur eine Initiative des ADFC zu eigen gemacht, sondern auch verschiedene Initiativen von Fridays for Future. Die hatten die einzelnen Fraktionen angeschrieben, konkrete Vorschläge gemacht und um Unterstützung gebeten. In drei Bereichen sind wir übrigens als einzige Fraktion, niemand hat sie sonst unterstützt, tätig geworden. Wir haben beantragt, dass in allen städtischen Gesellschaften nur noch Ökostrom bezogen wird. Dieser Antrag ist bei Gegenstimmen der AfD von allen anderen Fraktionen mitgetragen worden und damit
ist da beschlossen worden. Wir wollten ein Kataster zu kleinen Grünflächen und Pocketparks. Das ist im Wortlaut eines Änderungsantrages der Grünen, den wir übernommen haben, bei einer Gegenstimme vom Rat ebenfalls beschlossen worden. Und wir wollten, dass zukünftig auf alle Vorlagen draufsteht, ob es klimatische Auswirkungen geht. Da ist ein Änderungsantrag der Grünen beschlossen worden, der ist leider relativ nichtssagend und enthält nur Prüfaufträge. Das war nicht so gut, aber insgesamt, denke ich, haben wir Fridays for Future hier ganz gut unterstützt und bei zwei Anträgen konnten wir auch letztendlich Mehrheiten erzielen. Wesentlich und in der Wahrnehmung bis jetzt ein bisschen untergegangen war auch die Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels von 2018. Der ist wichtig, weil er Rechtssicherheit für Mieterinnen, insbesondere bei Streitereien mit ihren Vermietern, bedeutet. Es gibt eine bittere Sache, und die ist, dass dort grundsätzlich rund 3,5% Mietsteigerung festgeschrieben werden. Das ist nicht so gut, aber Haus und Grund beispielsweise beteiligt sich gar nicht mehr daran. Die wollen weit größere Steigerungen, und das zeigt dann doch, dass wenn auch mit einem bitteren Beigeschmack der Mietspiegel eine wichtige Sache ist und wir deshalb auch gerne zugestimmt haben. Heute ist nun der erste Ferientag, die Urlaubszeit steht an, wenn auch unter Corona-Bedingungen. Ich wünsche euch trotzdem, dass ihr die Ferienzeit so verbringen könnt, wie ihr euch das eben vorstellt. Und vor allen Dingen wünsche ich euch, euren Familien und Bekannten alles Gute, vor allen Dingen gute Gesundheit. Wir sehen uns nach der Sommerpause wieder. Die Linksfraktion ist weiter für euch tätig. Alles Gute, euer Udo Sommerfeld.